100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as The War Tales. Zusammen, weiter geht's mit War Tales und... Ups. Wir sind jetzt soweit in Vertruse durch. Ich glaube, das letzte... In der letzten Folge hatten wir die zweite Hälfte der, von Das Legende der Bruderschaft abgeschlossen. Dazu mussten wir hier diesen Banditenunterschlupf platt machen. Haben eine Rüstungsverbesserung der Schlange bekommen. Davon habe ich nur 3 Stück gebaut. Rentap hat 2 davon, macht jeweils 2 Stärke und 2x Crit. Und abgeschlossen dort eine 27 von 29. Warte mal, wer fehlt denn hier noch? Windmühle von Vertruse wahrscheinlich und Smords Arena. Sonst habe ich hier alles abgeschlossen, ne? Ja, und dann geht es wahrscheinlich dann wieder nach Ultran. Schriftrollen, Wollstoff und dann... Geht's da weiter? Gut, rein in die Arena. Vihan. Geschickter Rückzug. Während sie kämpft, wird sie einen kritischen Gelegenheitsangriff aus und geht den Gegner raus, bevor sie sich zurückzieht. Ach, guck mal, dann greift der sogar noch an, wenn man sich zurückzieht. Ja, ich habe reichlich Warenauflage, aber ich verkaufe sie nur an Arena-Champions. Er weiß euch erst als würdig, dann könnt ihr gerne wiederkommen. Ja, es kann sein, wenn das Update kommt und dann vielleicht auch Level 10 oder so, dass ich dann bessere Ausrüstung bekomme, als ich jetzt bekomme, wenn ich da mit Level 9 reingehe. Willkommen in der örtlichen Arena. Ihr könnt bis zu 4 Kämpfe anmelden. Ihr dürft eure Gegner nicht töten, aber sonst ist alles erlaubt. Annehmen. Gefährten wählen. Hauptmann, Rentham, geht mit. Die Theon, aber hallo, geht der mit. Grimat wäre eigentlich ganz geil, obwohl Tanlin auch ganz cool wäre. Obwohl, ja, Lythos. Und... Otschwick, Berserker, Koch, Stufe 9. Krasses Schwert, krasse Axt. Ach nee, Quatsch, krasse Keule, ne? Dann nehme ich Lythos raus und setze dafür Liegen mit rein. Nee, ich glaube, abstoppen wäre schon ganz cool. Am Ende jeder Runde erscheinen unter allen Einheiten Giftwolken. Ihm anmelden? Yes. Neue Forderung. Lythos darf keinen Schaden erleiden. Ja, nichts leichterer als wie das. So, Lythos darf keinen Schaden erleiden. So, kommt nur bis da. Kommt nur bis da. So, Kenners, dann mach mal. Auf die Knie und raus aus der Arena. Du hast enttäuscht. Schäm dich. Ah, schade. Ich dachte, ja, ganz knapp. Rein, Malas. Schade, jetzt wäre Tannin dann doch ganz geil gewesen. Kommt nur bis dort, ne? Und der kommt auch nicht ran. Ha. Mal schön entspannt hier nach vorn. Und ranhauen.
Gut, wir gießen. Der ist fertig. Weil. Und der letzte. Ja, der, also. Ihr habt die Menge glücklich gemacht. Ja, neue Forderung. Er muss Schaden erleiden. Außer Gefecht. Verbesserte Stärke. 25. Der Tod eines Gegners. Nee, komm hier. Verbesserte Stärke. Yes. Der Sieg hat euch die Bewunderung der Menge eingetragen. Wählt eine Aufwertung für den verbleibenden Wettbewerb. Am Ende der Runde werden pestverseuchte Ratten in den Bereich gehetzt. Ja, das interessiert mich recht wenig. Direkt weiter. Repariert die Rüstung. Heilt diese Einheit. Sammelt zwei Tapferkeitspunkte. Brauche ich eigentlich gar nichts von, oder? Bei einigen Einheiten wurde kein Bonus gewählt. Okay. Dann heilen. Ach so. Bin schon auf Maximum mit Punkten und kann mir irgendwie immer noch mehr Belohnung raussuchen. Erzielt einen kritischen Treffer mit zwei verschiedenen Einheiten. Hast du da alle drei? Leider nicht. Der kommt hoch, der kommt hoch, die kommen alle ran, ne? Tot, tot. Da ist nur noch die beiden, die ich hier irgendwie... Verdammt. Kommen die überhaupt noch ran jetzt? Nee, ne? Kommen die gar nicht. Der Bogen ist einfach überheftig. Ja, genau. Mach einfach immer mehr Schaden überall. Zieht einen kritischen Treffer mit zwei verschiedenen Einheiten. Pestratte muss sterben. Oh, das kriegen wir hin. Tschüss, Pestratte. Oder mussten beide sterben? Hm. Verbesserte Geschicklichkeit. Erhöhter Schaden durch kritische Treffer. Ja, den nehmen wir. Gegnerische Team beginnt den Kampf mit einem pestverseuchten Verbündeten. Ist mir recht egal. Heilen. Punkte heilen. Kämpfen. Yes. Runde 3. Und dann kommt nur noch der Champion. Mehr hoch, ne?
Kapitän darf keinen Schaden erleiden. Riechen. Und raus. Oh, doch nicht. Was hast du jetzt davon? Zu übereifrig. Das war ja auch gemein. Herausfordernder Schrei. Schöne Gegner rangesaugt. Oha. Okay, erzähl den kritischen Level mit zwei verschiedenen Einheiten. Ratte kommt jetzt, ne? Na, so kann Ratti laufen. Bis da. Das hier? Giftfalle, okay. Wieder kein Crit. Wow. Das auch, Junge. Aber mit zwei verschiedenen. Yes. Guck mal, Menge glücklich gemacht. Noch kassiert. Alle Gegner beginnen den Kampf mit Verwundbarkeit. Die Erfüllung einer Forderung gewährt Zusätze. Die brauche ich nicht. Verwundbarkeit. Der Sieg hat durch Bewohner in der Menge eingetragen. Wählt eine Aufwertung für den verbleibenden Wettkampf. Oha. Lythos. Lebenspunkte. 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 Hm. Wenn ein Kämpfer keine Lebenspunkte mehr hat, stirbt er nicht. Okay, ja. Champion. Herausfordern. Gezielt einen kritischen Treffer. Ja. Also, uff, wir machen das jetzt nämlich folgendermaßen. Der erste, der geht direkt raus hier. Dann machst du mal ein Stück nach hinten und hier. Dann kommt Lythos um die Ecke, schmeißt einen Speer rein. Bisschen soll er laufen dürfen. Erstmal einen Pfeil und dann den Stopper. Sehr cool. So, du machst den hier kalt. Dann kannst du hier noch doppelt reinhauen. Ich
Preziöses Öl und ab nach unten. Gehen wir den kaputt in der ersten Runde. Versuch's mal. So, und jetzt laufe ich raus. Mist. Wir ziehen ran. Das ist euer Champion. Okay, 4 auf 1, ist auch ein bisschen mies. Glückwunsch, ihr seid jetzt die amtierenden Champions der Arena. Wie es die Regeln vorschreiben, könnt ihr mit der Waffe des ehemaligen Champions Smooth von Dannen ziehen. Viper. Und das ist noch nicht alles. Empfangt die offizielle Arena-Medaille. Möge sie euch eure Leistung, ihr Zeugnis eurer Leistung geben. Damit die Medaillen aller Kampfarenen, um euch das Recht zu verdienen, am Hauptturnier teilzunehmen. Ja, ich bin sehr gespannt, wenn da die ganzen Updates dann irgendwann mal da sind. Guck mal hier. Rezept: vergiftetes Wurfmesser. Blindpulver. Trainingsattrappe. Oh yes. Gegenmittel. Fertigkeitsbeherrschung. Ching, 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 ching. Fertigkeitsbeherrschung. Das lohnte sich für ihn nicht. Waffenloser Nahkampf. Der nächste wird ein Crit, brauche ich eigentlich auch nicht. Das lohnt sich nicht. Gelegenheitsangriff, wenn er im Kampf ist, lohnt sich nicht. Vergiftete Waffe. Ah, Hackert wird wahrscheinlich. Also Tandin wird neu geskillt wahrscheinlich, oder? Eine Waffe, die dem Gegner keine Chance lässt. Toxische Klinge. Nee, das ist was für Angehen. Nein. Hackert. Bürgerin. Viper ist so eine legendäre Geschichte, ne? Durch Hagel. Inquäder der Inquisition. Gegner keine Chance lässt. Ich erst mal Grimat. Ah, verdammt. Wusste, da habe ich was verkehrt gemacht. Gegenmittel. Haben wir. Bauplan. Trainingsattrappe. Haben wir auch. Giftetes Wurfmesser. Hätte ich nicht 4? Da ja. Blendpulver. Erlangtes Wissen 5% erhöht. Das ist noch ein Schmuckstück, was weg kann später. Sehr, sehr klasse. Da gibt es nichts mehr zu lernen. Und hier Geschicklichkeit 7, ne? Also der Dolch, den ich jetzt gefunden habe, der ist halt entspannt 10-mal so gut. Ja, im Prinzip. War es das schon mit Smuts Arena? Gewinnt die Arena-Herausforderung. Jetzt muss ich nur noch zur Windmühle von Vertruse zurück, aber nicht in diesem Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Trainingsgelände Bruderschaft Burg Marheim. Ich denke mal, dass wir da irgendwie rankommen. Ich glaube, die hatten aber keine Taverne, ne? Die hatten nur eine Schmiede, leider. Macht aber auch nichts. Weg. Und rasten. Immer noch misstrauisch.
Durch den Ketten wirft böse Blicke zu. Satt. Ja, guck mal. 5 bei 20, also 10. Also knapp 2 Wochen eigentlich schon, dass ich sie nicht mehr misshandle, aber wahrscheinlich habe ich es davor echt übertrieben. Letztes Mal Honig ist alle. Schade auch. Wildfleischspieß. Gegrillter Karpfen. Rechnung zahlen. So, Wildfleischspieß. Eine Gefahr. Rothin hat Gilda Flucht geändert. Truppe ist gut ausgeruht. Gefangene Pirung versucht zu fliehen, wurde von Negern festgehalten. Satt weiß die Gesellschaft des Ups trotz allem zu schätzen, Arbeit und missliche Lage zu vergessen. So, Vertrauen gestärkt. Apfelwein. Wein. Mach mal ein bisschen Apfelwein nächste Runde. Hier schon weit fertig. Oh, klasse. Tatsache. Lanze des Deserteurs. Hypun. Lanze des Deserteurs. Verstärkter Speer. Ah, minus 5, ne? Aber hier. Ah, Stufe 8. Da hast du doch. Sehr gut, dann können wir das Ding hier auch noch verkaufen. Stufe 9. Peters. Stufe 9. Das Ding ist Stufe 7. Ah, die behältst du bitte. Dann Nora, Stufe 8. Perrick, auch ganz knapp vor Stufe 9, die Leute. Okay. Dann mal weiter im Text. Ach, innerhalb der Burg habe ich gerastet, ne? Stimmt, das geht ja auch. Stufe 7 funktionierst du weg. Und hier war das Trainingsgelände der Bruderschaft. Da könnte ich eigentlich noch mal eben rüberflitzen, um den Dolch jetzt von Grimat zu verbessern. Ja, Stufe 8 und er ist nämlich auch schon Stufe 9. Aufwertung, yes. 840, ich weiß, es ist teuer, Geld wird weniger, aber es lohnt sich definitiv. Gott, klasse. Auf zur Mühle. Eine goldene Karawane. Müsste noch 2 Ponys entführen. Okay, die ist gleich weg. Die drehen um. Gut, dann speichern wir einmal. Herzlichen Dank auch. Haben wir noch genug Seile an Bord? Ja, ne? Doch, das reicht. Ich glaube, 3 brauchte ich für ein Pferd. Was habt ihr denn da? Kunstflanne, Kittel des Gesetzlosen, Dolch des Taktikers, Angriffsbefehl und ein bisschen Essen. Ja, guck mal. Vielen Dank. Stufe 10. 1.
Ja, Verdacht, ja, genau, ist immer noch unter 100, aber das erhöht sich gleich noch. Wird das Pony, das will abhauen? Heil ist da unten. Muss einmal mit dem Bärchen runter. Auftragsmüll haben wir auch noch am Start. Oh, guck dir das an. Hey, und Iteon, Bogenschütze. Richtig gute Position. Oh, was hat jetzt hier die Zweihänder? An den Planova? Nein. Eperik. Arkad müsste hier eigentlich hoch Messer schmeißen. Ganz fleißig. Torus müsste da auch irgendwie hin. Auslöschung. Alle kämpfen, dann erhalten Riposte. Dann müsste ich mit ihm eigentlich als letztes irgendwie ran. Rothlet muss da oben hoch. Ist sie denn? Da ist sie. Die muss da hin. Eric. Stärke 67. Rotschwick. Stärke 127. Du wirst den Speer schmeißen. Lythos muss auf die Seite und hier den Speer durchschmeißen. Nora, Negan, Eric hier mit hoch, Flanova damit hoch. Huhn. Okay. Weil kommt der Teddy an? Der Teddy kommt an. Der Nacktmol holt sich das Pony. Warte mal. 90, nee, du bleibst da oben. Negan 129, kannst hier mit runter und schmeißen oder macht das? Ne, du gehst da oben hoch. Die beiden tauscht. So, Bogenschütze, Pferd. Du stoppst den aus. Du kommst hoffentlich zum Speer runter. Im Zweifel nehmen wir einen davon. Du schießt hier gleich rüber. Der Nacktmull kommt da mal mit runter. So, hier brauchen wir jetzt nämlich noch mehr Leute. Kämpfer. Tandem, da oben war Negan, ne? Dann geht Tandem hier oben mal mit hoch. Eric unterstützt. Hypun geht damit hin. Rantham geht hier in die Mitte. Okay, das Pony ist zuerst dran, ne? Egal. Scheiß aufs Pony, das lassen wir laufen. Ich weiß, total dämlich, dass ich den Speer dafür jetzt verschwendet habe. Dann ist der Händler hier schon dran, ne? Tanling, kannst du hier ran und von hinten kannst du auch fliegen lassen. Nicht töten. So, der ist down. Aber sowas von. So, Messerchen und Abstand wieder weg. Pfeil ist am Zug. Ja, gewissermaßen stimmt das sogar. Pfeil ist am Zug. Na, läufst du irgendwie nach links? Na, du, ja, nee, ernsthaft. Naives Wunschdenken hat sich erfüllt. Den hatte ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Macht aber auch nichts.
So, Verwüster. Der ist wahrscheinlich auch da. Und dann haben wir unten einen Pfeil. Das heißt, der Teddy geht jetzt hier runter. Der ist der. Gut, dann machen wir einfach mal hier hinten weiter. Alle mal dichter ran. Wir haben mehr als genug Punkte. Schritt rüber. Jetzt. Er ist gleich down. Sache, ne? Down. So, welcher Verwüster ist dran? Der da. Das heißt Hypoon. Ab nach vorn. Beziehungsweise ab nach hinten. Du kannst auch hier hin das Pferd noch einmal anpikern. So, zwei Pferde muss ich hier jetzt gleich gefangen nehmen. Da wäre clever gewesen, nicht anzugreifen, sondern erst anzugreifen, wenn das Pferd schon dran gewesen wäre. Ist auch wurscht. Gut, den da oben können wir auch erstmal laufen lassen. Eric, wenn du das Pferd schlägst, ist es wahrscheinlich tot. Lythos. Nein! Ernsthaft? Das haut ab? Nee, haut's nicht. Schon mal fast einen Grund neu zu starten, aber ich habe jetzt hier noch zwei Pferde. Und habe ich echt so gepennt an der Stelle? Das ist echt schade gerade. Hätte ja gehofft, dass es irgendwie im Schlamm stecken bleibt, ne? Schlachtruf, Zorn, provozieren. Ja, kann er doch machen. Mist. Gepennt hat, ist jetzt ein Pferd weg. Schade auch. Und entwaffnet. Okay, die lassen wir auch erst noch mal dort oben. Ah ja, doch, nee, den jetzt mal abschießen. Hackert, kann hier mal ran, ein bisschen abschwächen zumindest.
Für den Ziel Schaden zu verbrauchter Eliminierung von Gift, um den Schaden zu erhöhen. Wäre dann doch noch mal eine Überlegung. Die Axt an jemanden, die Axt ist schon, den Dolch jemand anders zu geben. Könntest eigentlich mal hier mit runter dich mal mit deinem neuen Messerchen austoben. Nicht schlecht. Das ist der letzte und der ist jetzt dran, ne? Ob nur bis dort. Weiß ich, könnte tatsächlich hier irgendwie dem Pferd eins auf die Mütze geben. Nicht kaputt gehen. Sehr gut. Schick. So, der Pfeil ist am Zug, kann mir egal sein. Iteon, kannst jetzt mal. Oh ja, guck. Ja, kein raus, rutschen, schlittern, sterben. Schade. Besatzungsmitglied hier auf der Ecke, ne? Die Buhn könnte einmal noch das Pferd schwächen, sehr gut. Und dann mal Platz machen für Tandem bei Grimas. Keine Riposte? Ach, come on. Der ist gleich dran. Ja, mal hinter bitte. Ist am Zug, der da oben. Tandem. Nee, warte noch mal. Schön.
schön verblutet. Wer fehlt? Ach, ich will nicht. Ach, verdammt, ich wusste es. Scheußlich. Bär kann keinen Speer schmeißen, ne? Das wäre auch zu viel des Guten, glaube ich. Meter, ab nach unten. So, und Abflug. War da gar nicht drin. Ah. Schade. Nicht alles geklaut, nur ein Pferd. Ich will natürlich neu laden und das Ganze nochmal machen, aber nee. Leicht 144. Schild. 92. Plus 290. Das machen wir. Yeah. Könnte überfallen. So, pass auf. Einmal ins Lager. Arkad, so, er ist am Vergiften ganz fleißig, ne? Giftiges Öl. Vergiftet, vergiftet, vergiftet. Die Ogerin, ja, schade. Das wäre dann wohl eher was für Harkat. Oh, er kann die vergiften und er schlitzt sie auch von hinten. Das können wir auch machen. Flanora ist ein Level hoch. Das freut mich. Und Keule 45 plus 21, die wird gleich verkauft. Mittlere 137, 144. Krit ein weniger schädlich plus 2, ja. Umschalt rechts. Neue Rüstung for you. Rente 291. Rüstung ist ein bisschen besser, aber kein Crit mehr. Hundertdreiundneunzig. Gigante der Bruderschaft. Gleich hat er hier, ne? Nee. Boros, Gigante der Bruderschaft, ja, er hat dieselbe. Das Baragambe, Sohn der Wache. Imperial 60. 92, Schildstufe 9, Rothlin 60 plus 32.
Trainingsbuckler kommt auch weg. Da oben hoch. Das wird alles verkauft. Cool, dann kann sie auch noch einen Punkt bekommen. Willenskraft und Stärke. Mehr Stärke. Sehr geil. Wird nur Schaden verdoppelt. Ja, nee. So, wir sind in der Stadt, ne? Durch das Taktiker. Tätigkeit plus 5. Ach, guck. Jetzt mal die Kiste packen. Durchaus H, Geschicklichkeit plus 45, Data plus 100, ne? Durch das Taktikas. Schlachten, warte mal, was war das noch für eine Fertigkeit? Mit dem Ziel 79 bis 99 Schaden zu. Lassen wir hier erstmal drin. Haben. Diesen Trip macht. Doch 6 mal, okay, einkaufen. Sehr geil. Taverne, gibt's noch was? Dann würde ich sagen, machen wir uns langsam auf die Socken Richtung Ultren. Wusser-Clan. Mal Richtung Nordosten müssen wir, glaube ich, ne? Will ja noch kurz, ja? Nee, lassen wir. Nochmal in den Markt. Hoffen, da noch Handelswaren. Auf geht's. Guck, dass man mal durch die Siedlung einmal rumlaufen muss, dass man hier nicht einfach irgendwie querfeldein, also durchs Dorf durch kann. Ach stimmt, zur Mühle wollten wir gerade noch, ne? Da muss ich jetzt noch mal schnell hin. Kein Überfall. Fall. So, querfeld ein, ab zur Mühle. Oder? Nee, komm, wir gucken uns einmal noch schnell den Händler an, ja? Dann geht's zur Mühle. Oha, Stärke 48, Zweierkeule der Bruderschaft, vollständiger Harnisch, Rüstung 221, 252 habe ich hier. Nee, danke.
Sklave Kleberik. Ja, ich wurde mitsamt der Mühle verkauft. Genau, das ist ein neuer Eigentümer zum Zuschlag. Wo ich bin natürlich jetzt hier noch Kleideklauen, mache ich wahrscheinlich auch gleich. Irena war wohl ein Kinderspiel für euch, was? Ha, wenn das so ist, habt ihr euch eine kleine Bildung von einem Veteran wie mir verdient. Spezialisierung Assassine erlernt. Vorschau der Spezialisierung anzeigen. Du sagst 6 bis 8 Schaden, wird dein Blut. Und wenn das Ziel bereits Blut ist, wird der Schaden verdoppelt. Okay, habt die Spezialisierung Assassine erlernt. Geselle. Schlüssel sind leichter zu knacken. Haltbarkeit von Dietrichen, Gilead. Chance, dass die Gestohlene nicht als Diebesgut betrachtet wird. Oh, guck, Gilead. Mach das mal. Boing. Ja, ganz ehrlich, ist viel zu viel Verdacht bekommen dafür, dass es irgendwie nur zweimal Blumen waren. Sonst ist hier nichts mehr draußen, ne? What? Hey, euch geht doch langsam bitte mal die Puste aus, oder? Alter, haben die eine krasse Beschleunigung und Reichweite da, die Wachen. Ihr habt die Region Provinz Vetruse abgeschlossen. Langlebe Ultren, Grenzübergang von Harak. Jetzt kommt dafür ein Trupp. Okay, ich würde sagen, hier mache ich auf jeden Fall einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.